Stuggi TV. Deine Stadt. Dein Sender. Sie waren tapfer, mutig und eigentlich immer gut drauf. Die Zeichentrickfiguren aus unseren Lieblingsserien von früher. Von Heidi bis hin zu Bugs Bunny oder Bibi Blocksberg gab es eigentlich alles. Und viele sind uns davon auch noch heute in Erinnerung geblieben. Ich wollte von euch wissen, wer denn euer Kindheitsheld war. Ich fand SpongeBob Schwammkopf immer total toll. Ein Riesenheld von mir damals ist tatsächlich Mickey Mouse. Ich habe bis heute noch, und ich bin 24, ich habe immer noch auf dem Dachboden, ich glaube, über 200 Mickey Mouse Hefte oder so. Spider-Man war mein Held. Er rettete die Menschen. Er war einfach der Größte. Der hat die bösen Menschen bekämpft. Das fand ich super cool. Baloo der Bär. Also der von Dschungelbuch. Ich gebe auch zu, ich bin auch heute noch so voll der Fan davon. Es wird viel verkörpert, vor allem in Disney-Filmen wie bei Schön und das Biest, da ist ja der Charakter sehr wichtig. Keine Ahnung, in Ariel, die für die Liebe alles macht oder so, das ist ja schon sehr wichtig, finde ich. Es geht halt jetzt immer so mehr nach der Technik, wie es produziert wurde, 3D und so. Ich finde, das braucht man nicht. Für Kinder zählt eigentlich immer bloß die Rahmenstory. Die heutigen, die machen irgendwie einfach keinen Sinn mehr. Also es ist echt gehirnlos. Die schreien da überwiegend. Die Serien waren früher schon besser, weil da gab es so Werte, die mehr vermittelt wurden bei den Serien, wie dass man nur mit Freunden weiterkommt im Leben. Und heute ist das alles mehr mit Witz gesehen.